Hallo Leute und einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu Let's Play Mortal mit Deception Part 19. In diesem Part werden wir mit Herwig spielen und wir werden auch diesmal eine andere Arcade-Leiter sehen. Ich sorge zumindest dafür, dass es eine andere Arcade-Leiter ist. Und hatten wir diese Arcade-Leiter schon? Ich weiß es jetzt nicht. Nein, die hatten wir auch noch nicht, diese Arcade-Leiter. So, fangen wir jetzt an. Ja, hast dich zu ducken, Herwig. Ich habe das gar nicht gedrückt. So, wir spielen jetzt mal mit Herwig. Ist auch ein neuer Charakter hier in Deception. Wir kämpfen gegen Sindel. Ja, hör auf dich zu ducken, Herwig. Aua. Und Deathtrap. Auf Wiedersehen, Sindel. Und der Statue zerquetscht. Und unser nächster Gegner ist Raiden oder Lord Raiden, aber ich hasse ihn. Baraka, mit den haben wir in Part 18 gespielt. So, Havoc. Und jetzt hör auf dich zu ducken. So, wir wechseln mal die Kampfart zur Tangsodo. Aua. Blöder Raiden. Natürlich, jetzt musst du blocken. So, jetzt nehmen wir mal die Waffe. Und dann würde ich mal sagen, Wayne, du wirst hier wohl oder übel verlieren in dieser Arena. Oh Mann. Komm. Wehr dich, Wayne. Ah, das macht der Harakiri. Wiedersehen, Raiden. Und wer wird unser nächster Gegner? Irmac. Okay, wir kämpfen gegen Irmac. Oh, aua. So, ich hol jetzt nur meinen Tanzo raus, nicht die Waffe. So, komm, wir machen mal eine Packattacke bei ihm. Bei ihm. Ach, verdammt. Komm, Irmac. Was kannst du eigentlich? So, jetzt holen wir auch mal unsere Waffe wieder raus. Nein. Ha. Hast es verkackt, Irmac, würde ich mal sagen. Ich hätte mich geblockt. So. Suchen wir mal ganz kurz was. Ach, verdammt, hat es nicht gemacht. Naja, weil ich schaffe es euch beim nächsten Dings zu zeigen, den Vitality. Ich habe mir nämlich die beiden Vitalities aufgeschrieben. So, auf geht's gegen Bo Raicho. So, aua. Uah, Entschuldigung, Mahlzeit, Leute. Und ja, weiter geht's jetzt einfach gegen Bo Raicho.
Komm, greif an. Aua. Es ist so lächerlich, mit so einem dummen Stab hier gegen mich zu kämpfen. Aua, Arschloch. Ja, Havoc, pack ihn doch mal. Ey, langsam geht ihr mir auf den Sack. Wisst ihr, Leute? Scheiß Boraichu, ey. Sonst bin ich mal dran, mit einer Waffe zu kämpfen, Boraichu. Jetzt zeig ich dir mal, wie das richtig geht. Das geht nämlich so. Ha. Mach mal den anderen Fatality. Das macht er auch nicht. Mann, Havoc, enttäuscht mich. Und wir haben noch 2 Versuche, wahrscheinlich die Vitality zu machen. Okay, vielleicht noch 3 Versuche. Aber ich möchte euch unbedingt zeigen. Hoffentlich schaffen wir es in diesem Kampf jetzt, dass ich euch die Vitalities zeigen kann. Na, okay, block doch alles ab, ey. Hauptsache blocken, ne, oder? Scheiß Zombie. Ja. So, diesen Kampf werde ich jetzt keine Waffe rausholen, Leute. Nein! So, das geht doch auch so. Ja, Brecher. Ah. Okay, das ist dein verficktes Ende. So. Hallo, Havoc. Das Ganze hier so blöd mit dir. Warum macht der deine... Also, Leute, ich verstehe es einfach nicht. Er macht seinen Finisher nicht. Ja, jetzt haben wir nur noch 2 Versuche. Ich probiere nochmal den ersten, den anderen. Oder wisst ihr was, Leute? Ich guck mal kurz nach, ob ich ihn falsch aufgeschrieben habe. Bis gleich, Leute. So, Leute, es geht weiter. Ich hatte den Fatality tatsächlich falsch aufgeschrieben. Den einen, den zweiten. Der Sweep. Na, herzlichen Dank an... Habe ich jetzt so lange Zeit verschwendet. Egal, so... Deswegen beeile ich mich ein bisschen mit in den Kampf hier jetzt mit Havoc. Ist doch zum Kotzen, oder Leute? Boah, ich hasse es. Na, natürlich, Lee May. Nein. Natürlich musst du alles abblocken, Lee May. Und jetzt musst du allem Scheiß ausweichen. Block doch, Havoc. Ja gut, ich hab geblockt, ich hätte mich aber runter machen müssen. Das war jetzt leider auch mein Fehler. Ja, super. Ich getroffen. Aber. Aua, Mann. Ja, gib mir lange auf den Keks. So, jetzt bist. So, das war's. So, ich muss kurz mal gucken, dass ich mich einüben kann, okay. Also, auf geht's, Leute. Ach, ich stehe wieder zu nah, so. Na, das macht's trotzdem nicht. So, ich hoffe, ich kann euch wenigstens den zweiten noch zeigen, den einen Vitality mit Havoc. Weil der zweite ist cool, der erste ist jetzt nicht so cool, aber der zweite, der Sweep-Vitality, den finde ich recht cool. Wenn nicht, dann zeige ich ihm nicht, dann schicke ich dann, nee.
Hat er leider Pech gehabt, oder ich hab Pech gehabt, ist mir jetzt egal. Jetzt kämpfen wir hier schnell gegen Noob Smoke. Ja, und Heavy auf zu springen. Ich habe gerade gar kein Springen gedrückt. Ja, du Arschloch, musst mich natürlich packen, du Hurensohn. Das kotzt mich gerade echt an, dass die scheiß Vitalities nicht gehen, Leute. Ich mag ja Ewig eigentlich sehr gerne. Ja. Kein Kommentar dazu. Kein Kommentar mehr, Leute. Das kommentiere ich jetzt einfach mal nicht, diesen dummen Schlag. Endlich! So, jetzt seht ihr mal den Fatality, den ich euch zeigen wollte. Oh, endlich! Ja, den anderen werde ich jetzt leider nicht mehr sehen. Den erst, den, also den Close Vitality, wo man nachstehen muss. Aber egal, der ist eh nicht so cool. Oh, jetzt kämpfen wir gegen Onaga. Beeil dich ein bisschen, Spiel. Mal gucken. Ja, wir nehmen einfach diese Combo. Erstmal für den Anfang, ja, und es gibt nicht so an. Ich hasse ein bisschen alle, ich will heute noch einiges aufnehmen und da können wir sowas. Ja, natürlich musst du gleich mal am Anfang ausweichen. Ja, ich greife dich jetzt mal so an. Fangen wir nicht mit Kamidogo nebenan. Ach, egal. So, ausgewichen, deiner Scheiß Sprungattacke. Jo, weiter geht's. Ach, ich wollte gar nicht Pause drücken. Ich wollte meinen Kampfstil wechseln zur Waffe. So. Weiter. Bitte, wenn es irgendwie möglich wäre. So, lauf weiter. Aua. Scheiß, Onaga. Scheiß. Ja, klasse. Ja, Herr, ich hab gar nicht springen gedrückt, ey. Das sind wenigstens Kamidogo damit. Es kotzt gerade einfach nur an. Ich will jetzt endlich fertig werden, Leute. Ja, Mann, ist auch so blocken, du Wichser. Okay. Wir können das auch ganz schnell und ganz einfach regeln, mein Freund. Mich so. So, jetzt bist du. Hallo? Danke, Elvin, dass du mal triffst. Oh, endlich, das war's. Auf Wiedersehen, Onaga. So, Leute. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, auch einen Daumen runter. Ich würde mich über ein Abo freuen. Und über einen Kommentar. Euer Supertanto, du sagst Tschüss, bis dann. The others had defeated the Dragon King, but left his broken body unattended on the floor of his throne room. Not long ago, a similar fate had befallen his former advisor, Shao Kahn. Havoc ripped the still warm heart from the carcass and consumed it, thus absorbing Onaga's power to reanimate the dead. Had the Dragon King succeeded in his plans for total domination, the never-ending turmoil of life would have come to a stifling halt. Those who defeated him believed that the realms were at rest once more, but Havoc vowed to restore the chaos that once ravaged Outworld. Shao Kahn would rule again.